Frank, hi. Was habt ihr Neues mitgebracht? Einige Sachen, also die aktuellsten, da müssten wir jetzt mal ein bisschen nach da hinten eigentlich durchgehen, wo gerade ein bisschen mehr Leute stehen. Aber wenn ihr mir einfach folgt. Ja, na? Wir folgen dir unauffällig. Pass mal auf. So, für uns momentan die aktuellsten Modelle sind hier auf der Signature-Ebene Martin Miller und Tom Quayle und Nina Strauss. Die haben Mitte des Jahres wurden diese Modelle für den deutschen Markt released. Mhm. Und deswegen haben wir die ganz frisch mitgebracht, quasi direkt ab Werk aus Japan importiert oder beziehungsweise aus Indonesien. Und genau. Und die beiden Signatures hier basieren auf der AZ-Serie, die beiden Herren hier auch mitentwickelt haben. Mhm. Und die gibt es allerdings, ist schon seit Januar erhältlich, aber in diesem Jahr unser Fokusprodukt. Okay. Da gibt es dann einmal eine Prestige-Linie und eine Premium-Linie. Hier haben wir Made in Japan. Hier haben wir Made in Indonesia. Und die unterscheiden sich in marginalen Specs, sind prinzipiell aber von der Bauart und den Fähigkeiten her, was man drauf spielen kann, wie man die Tone immer verschalten, splitten oder tappen kann, je nachdem, identisch. Also es sind auf beiden Serien Hyperion verbaut. Beide Serien haben ein Goto-Tremolo. Und beide Serien haben einen Lockentuner und im Endeffekt unterscheiden sie sich hauptsächlich dadurch, dass es hier sich um Alibody handelt und hier haben wir Linde. Mhm. Das bringt ein bisschen einen unterschiedlichen Klang, eine unterschiedliche Facette und je nachdem, wie so der Geschmack ist, die Linde klingt ein bisschen anders, ist ein bisschen basslastiger natürlich, ne? Und alle ist halt volle Pulle in die Mitten und je nachdem, wo so die Befindlichkeiten liegen, mal einfach komplett durch die Reihe durchspielen, ob man jetzt eher auf 24 Bünde steht oder auf 22 Bünde, gibt es nämlich die Option auch, oder auf einem Doppel-Humbucker-System oder HSS. Alles Mögliche da. Was man ist ja quasi auch eine Frage des Geschmacks. Letzten Endes ja. Also in diesem Fall tatsächlich nicht eine Frage des Preises, weil natürlich sind die Indonesien-Modelle günstiger als die Japan-Modelle. Klar. Aber aus meiner Sicht bewegen sie sich wirklich auf so einer Ebene, wo man sagt, mir taugt eine Linde irgendwie besser und da machst du keine Abstriche damit. Mhm. Ist trotzdem eine super, super gute Gitarre und deswegen die Empfehlung hier mal komplett durchzutesten. Genau. Weiteres Highlight in dem Jahr oder was heißt Highlight, es ist quasi eine Wiedergeburt. Unsere Genesis Collection, das ist die ursprüngliche RG 55, die damals in den 80ern auf Basis der Jam, die von Steve Weyer, quasi die Signature-Gitarre, auf Basis der Jam für viel Furore gesorgt hat, die haben sie wieder hervorgeholt und haben gesagt, wir bauen das Ding jetzt so, wie es in den 80ern gab. Sprich, man hat hier das originale Edge-Tremolo, man hat den V7, V8 und S1 Toner, den man von Ibanez verbaut. Man hat für die Puristen keinen Ibanez, modernen Ibanez-typischen Neckjoint, sondern richtig kerniges Stück Kantholz, was sich aber trotzdem sehr, sehr smooth spielt. Also ist leicht angeschrägt zum Beispiel, also man kommt hier trotzdem nicht fürchten, problemlos in die obersten Bünde. Eine sehr schöne Gitarre. Ja, finde ich auch, ne? Sticht ins Auge. Ja, total. Gibt es auch als Lefty, deswegen habe ich die auch gleich mitgebracht. Und genau, kommen wir dann zur Jay Custom. Das ist quasi Top of the Line bei Ibanez. Mit Tree of Life Inlays, die Marzio Tonabnehmern und Mahagoni Ahorn Kombination im Body. Und das ist wirklich, wie es da steht, Handcrafted Art. Also da sitzen sie in Japan wirklich dran und polieren das Ding, bis es glänzt sozusagen. Und man sich darin spiegeln kann vielleicht. Hier eher. Ja, hier schon genau, eher. Die gibt es in diesem Jahr sozusagen als RGD. AGA ist es. Und als AG beide in der Range ab, also unter 3000 Euro. Und das ist auch eine Premiere sozusagen. Jay Custom ist normalerweise eben top of the line und deswegen teurer, aber die sind jetzt knallhart drunter kalkuliert und auch hier unbedingt mal antesten, weil die spielen sich dann doch echt anders als eine RG aus dem Standard Premium oder Prestige Bereich. Genau. Hollow Bodies haben wir hier mit den Artcores vor allem ein bisschen was fürs Auge, wo wir im Preisbereich so von um die 500 Euro liegen oder 600 Euro. Genau, und die gibt es in dem Jahr eben mit zwei neuen Finishes, den bewährten Super 58 Tonabnehmern. Und ich selber hab
die auch teilweise mal schon im Proberaum testen dürfen. Damit kann man auch Metal spielen, sollte man nicht unbedingt fehlen. Aber die Gitarre... aber es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Ich war auch überrascht. Feedback hielt sich in Grenzen, da das wirklich richtig, richtig handwerklich gut gemachte Teile sind und alles richtig fest verschraubt, sodass nichts irgendwie vibrieren kann, was dann letzten Endes durch den Hollowbody Feedback erzeugt. Von dem her, also eine geile Gitarre ist auch mit einem speziellen kernigeren Seitensatz quasi bezogen, dass man da auch einen guten Bass noch bei hat und ja, macht echt viel Spaß, das Teil zu spielen. Genau. Sieht auch auf jeden Fall sehr schön aus. Finde ich auch, ne? Da hat es sich gelohnt mit den Finishes definitiv. Also wie ihr seht, bei Ibanez gibt es für jeden Geschmack und sehr, sehr viel. Und deswegen geht es jetzt auch direkt weiter. Ich mach mal weiter, genau. Ich hätte euch jetzt liebend gerne nie das draus gezeigt. Aber jetzt müssen wir uns leider mit dem Bild begnügen. Das ist sie. Ja, die wird gerade hier irgendwo testgespielt, glaube ich, da drüben. Ja, nee, passt schon, lass es, ist okay. Nina Strauss, erste weibliche Signature, also für eine weibliche Endorserin mit einer Signature-Gitarre hier bei Ibanez, hat viel damit aufgebrochen. Ich finde, es eine super, super tolle Entwicklung und ist eine super Gitarristin und hat hier mit ihren DiMarzio Signature-Pickups quasi noch mal oben eins draufgelegt auf diese Signature-Gitarre, quasi noch mal speziell für sie entwickelte Tonabnehmer. Ist basiert auf der S-Serie, ist in Indonesien gefertigt und in meinen Augen eine richtig, richtig hübsche Gitarre tatsächlich. Dieses Blond-Finish ist ein richtiger Hingucker geworden. Also auch eine richtig tolle Gitarre, auch mit den Inlays in Form eines Herzschlags sozusagen. Wie sie immer erklärt. Flatline. Ja, wie sie immer erklärt, der dann umso höher und schneller man spielt, immer schneller wird quasi der Puls. Das ist auf jeden Fall eine sehr originelle Idee. Genau, also eine tolle Gitarre. Was mir auch aufgefallen ist, ist quasi auch das Finish der Tonabnehmer. Genau. Also als die gerade noch hier hing, als wir gerade vorbeigegangen sind, aber es ist mir so, dass sie so ein bisschen Snakebite, so schlangenmäßig aussieht halt. Oder kriegen wir jetzt ein Problem mit der DSVGO, wenn wir darüber filmen. Wir können ja auch eben ein bisschen warten und dann können wir da auf jeden Fall nochmal drüber filmen. Hier Signature-Bereich auch nochmal, hier Paul Gilbert. Die Fireman ist eine altbekannte Serie jetzt mittlerweile von ihm. Mit Mini-Humbuckern gibt es in dem Jahr, die überraschend leicht ist. Weil die sieht nämlich sehr, sehr massiv aus. Oh, allerdings. Allerdings. Eine hübsche Gitarre und sehr, sehr leicht und ein schönes Finish. Paul Stanley gibt es jetzt halt auch für den Budgetbereich. Also eigentlich ist ja Kiss immer over the top. Glitzer, Glitzer, Bling, Bling und Diamanten. Aber Paul Stanley hat sich gedacht, mache ich mal was auch für die Jugend. Aus Gründen der Professionalität sage ich mal nichts dazu. Ach. Ich bin da hier nicht. So, ich bin ein großer Kiss-Fan. Ach so, deswegen. Ja gut, also ich finde Kiss auch super. Ist eine tolle Absolut Band. Super. Aber halt Bling Bling. Das gehört dazu. Ah, ja klar, das gehört aber auch dazu. Ja, mit hohen Schuhen und Diamanten über die Menge fliegen. Auf jeden Fall. Perfekt. Geile Live-Show. Die Gitarre für 319 Euro. Oh. Oh wow. Ja, da sagst du nichts mehr. Nee. Nee, also wirklich hier mit Bling-Bling-Finish und allem drum und dran. Sieht super toll aus. Gibt es auch in der schwarzen Version. Aber wie gesagt, also selbst wenn man nicht Gitarrist ist, aber ein sehr, sehr großer Kiss-Fan, kann man sich das an die Wand hängen. Das ist durchaus. Ja nicht so teuer, ne? Nö, verhältnismäßig nicht. Genau, ja. Also deswegen super, super cooler Einfall. Es gibt Kiss-Merchandise, was teurer ist. Was keine Gitarre ist. Da ist was dran. Also falls ihr die Wahl habt zwischen teurem Kiss-Merchandise und einer coolen Ibanez-Gitarre, dann müsst ihr hier hinkommen und euch das mal hier angucken. Nämlich auf dem Guitar Summit 2018. Ich glaube, Gene Simmons reißt mir, wenn er das sieht, die Birne runter. Und mir dann auch. Ja. Aber das ist nicht schlimm, dann habe ich ihn mal gesehen. Ja, stimmt auch wieder. Für einen Moment. Genau. Genau, hier haben wir dann alles, was die RG so hergibt. Von Reverse Headstock über... schöne Galaxy-Finishes und aufwendige Farben und allem Schnickschnack von, also Extended Range, 7-8-Sider, Multiscale. Multiscale. Oh ja, ja, ja. Multiscale. Genau, im Preisbereich von 400 Euro bis hoch zu 1200 ist alles da, oder 1300 besser gesagt, ja. Und besonders Augenmerk auf diesen jungen Burschen hier. Ist ausgerüstet, also mit Fishman Fluence, ist quasi State of the Art, was Pickup-Systeme angeht, mit Push-Pull, um von aktiv auf passiv umzuschalten, Multiscale an Bord und in meinen Augen echt eine richtig, richtig gute Metal-Gitarre. Also
da kriegst du einen richtig guten, definierten Sound raus. Sieht auf jeden Fall auch sehr schick aus. Viel, viel Gain kann die locker ab. Genau, ja. Also bleibt quasi tight noch, auch wenn man total viel Gain ist draufpackt. Also da funktioniert die hervorragend in meinen Augen. X-mal schon gespielt und ein bisschen verliebt. Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ja. Hier haben wir dann unsere komplette Bass-Range. Lag in dem Jahr hauptsächlich auch auf tollen Finishes, wie man hier sieht. Und was nicht so ganz deutlich wird, aber dann im Detail, eine neu entwickelte Brücke. Oder auch hier bei dem Bass, auf der man quasi das String Spacing einstellen kann, wie man es braucht. Also man hat eine gewisse Range, in der man die Böckchen hier bewegen kann. Mhm. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel, weil man krass viel slappt, einfach einen weiteren Seitenabstand braucht, um dann Schwung zu holen, kann man sich die ein bisschen auseinanderschieben, dann stehen die ein bisschen weiter auseinander, während man auf den hohen Bass oder hohen Seiten quasi die meinetwegen enger zusammenschieben kann und dann schöne Lines spielen kann oder ähnliches. Genau. Das ist auf jeden Fall ein super System. Genau, ist verbaut in der SR-Serie oder in der SR-Linie. Oben bei den BTBs haben wir jetzt Bässe mit einer hohen C-Seite. Ist auch mal interessant, also gerade wenn es um Solieren geht. Mhm. Unseren bewährten Oldschool Tallman gibt es jetzt als Fünfseiter. Auch eine tolle Sache. War auch die Nachfrage hoch nach dem Bass tatsächlich. Und hier ein besonderes Augenmerk auf uns. Ich gehe hier, glaube ich, echt durch wie im D-Zug, oder? Egal. Alles super. Ein Augenmerk auf unserem Ashula. Das ist quasi fretless und fretted in einem, je nachdem. Also im Endeffekt, wir haben vor allem lustigerweise Leute im Death-Metal-Bereich, die den spielen. Das kann ich mir vorstellen, tatsächlich. Wobei, damit das im Jazz mit Sicherheit auch von Interesse ist. Ist ja gar nicht so weit voneinander entfernt heutzutage. Genau. Ein bisschen. Ja. Aber in der Zarre ist der Unterschied. Ja, stimmt. Aber der kann quasi, da lässt sich das einfach sehr, sehr schön switchen und man braucht nicht permanent irgendwie den Bass wechseln oder ähnliches oder viele Instrumente mitschleppen. Einfach alles mit dem. Das funktioniert hervorragend. Ja, und hier in der Akustiklinie haben wir einerseits hier mal Bässe, bisschen experimenteller mit dem Akustikbass auch als Fünfseiter. Ist auch nicht das Allerüblichste und was ich ganz toll finde, sind hier unsere sogenannten Couch-Basse oder Basses. Couch-Basses? Couch-Basse? Bässe. Couch-Bässe, glaube ich. Bässe ist die Mehrzahl von Bass. Ja. Das haut hin. Ja, die quasi kleine Bässe, die man mit auf die Couch nehmen kann zu Hause, die aber eben Pickup-Systeme an Bord haben, auch für die Bühne, eignet sich nicht nur zum Üben, eben als fretless und gefrettet und sind tolle kleine Gimmicks sozusagen. Ja, und dann gehen wir noch mal ein Stück weiter auf unsere Thermo-Aged-Serie. Thermo-Aged ist quasi das Prinzip hinter diesen Gitarren ist, dass das Holz gebacken wird, dass es ein bisschen an Feuchtigkeit verliert und die Gitarren einfach älter klingen, mit einer älteren Seele sozusagen. Deswegen, ja. Also und das Neue an dieser Thermo-Aged-Serie, weil die Thermo-Aged an sich ist ja nichts Neues, wir haben jetzt eine Vintage Thermo Aged Serie. Also das heißt, die Gitarren, die klingen nicht alt, die sehen auch echt alt aus. Und sieht man zum Beispiel hier, das Aging ist quasi bis in die Typenbezeichnung vorgedrungen, oben das Aging an den Tunern, bisschen abgescratchtes Pickguard hier. Ich meine, hat ja auch alles seinen Charme, ne? Eben, genau. Also wenn man alt klingen, alt aussehen will, ist das perfekte Instrument. Genau, und hier sind wir dann komplett durch. Jetzt habe ich euch einmal komplett durchgeführt. Nieder Strauss, es hängt übrigens wieder an der Wand. Dann auf jeden Fall. Das machen wir. Also, aber es geht ja eigentlich jetzt nur noch mal für die Optik hier, ne? Genau. Hier haben wir sie noch mal mit ihren, was du vorhin angesprochen hast, Signature Pickers von Dimasio. Nimm echt schönen, coolen Finish irgendwie. Und ja, das sieht man es dann quasi jetzt mal im Original, wie sie aussieht. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. So, und dann können wir jetzt mal wieder zurück zur AI-Serie spurten. Die AI-Serie ist quasi top of the line bei uns im Akustikbereich. Und was die Serie auszeichnet, ist quasi, dass man alles Mögliche angeboten bekommt. Von der 12-Seiter über eine Bariton-Akustik, eine konventionelle Akustik, aber halt eine richtig hübsche sozusagen, die klanglich viel, viel, viel kann. Bis zum Junior-Modell, das mit einem Kickback geliefert wird. Also da geht alles Mögliche. Was man gerade so braucht, haben wir quasi in dieser AI-Serie verbaut. Und
klanglich, wie gesagt, ist es auch top of the line. Also ich habe jetzt die AE 800 und AE 900 gar nicht hier ausgestellt, aber genau, das sind unsere Vorzeige getan in diesem Bereich. Wie man sieht, Ibanez hat sehr viel für uns dabei. Frank, ich bedanke mich. Ja, es gerne, war gerne. Wundervoll. Guitar Summit, Thumbs up, tolle Messe. Entspannte Leute, coole Leute, super Gitarren, schöne Gitarren. Ich bin wirklich begeistert, hier zu sein und macht Spaß. Wie auch im letzten Jahr hat es auch schon Spaß gemacht. Und ja, kommt nächstes Jahr wieder.